Der Aue rote Kirschebaum in der Wefer kühles Kahl, ob war doch blatt. Der Aue rote Kirschebaum in kühles Weh an der Eschwisch, ob der Straße a, hauet aus Gänge aie da. Das war in der Staatse rote Baum und her hau in der Stamm, da mosche drei kleine Känger in die Rüde von 9 bis 10 Jahr der Arm utstrecke und sich abpocke, um der Baum ins zu umpocke. Der war in der Universalbaum, der Bau das ganze Jahr gebrauchte war. Der droch nicht mehr die meiste und die leckigste Kirche, der war nebenbei auch noch für uns Jüngstes, man würde heute sagen, der beste Kletterjurist. Denn da kam man über die Kerf in den Ring oder die Aslöcker Jode rob und kusch durch das Jod vor Zweide bis oben in die höchste Spitze klömen. Wenn man da oben drin war, kusch man über der Stall nach Aretz. Ich schrieb die nicht Heinrichs, aber das war so in die Dörper. Die haben alle Hörbi genannt, kusch man wie Aretz in der Hoffere kieke. Wir Känger haben mit der Baum bau das ganze Jahr jetzt für die Klöme. Mar in het Frühjahr, wenn er blöde, loten wir ihm in Ruhe. Damit hat düchtig Kirsche droh. Der droht jedes Jahr die meiste und leckigste Kirsche, die ich je gejährt habe. So bau sie anfingen riebte werde, waren wir jüngstes bau der ganze Tag unterwegs und ins Jahr jeden Tag unter der Baum oder in der Baum, um die Kirsche rote Blöcke bzw. von der Baum aufzuschmieden. Mach eine Hau da jetzt jähe, kühles Kerl. Der wohnte neben uns auf der Ökerstraße und bevor der dann kam, mussten wir natürlich immer eine auf den Luch schicken, der kiek ob Karl kam und dass wir noch Flöck aufhauen konnten. Ich höre ihn heute noch hängeres herschubben und an Düvele. Und wenn er eine von uns die Pocke kriegt, ja, wird jetzt langs die Uhren, links und rechts. Das Kurioseste dabei war, wir haben hier ein Lebensmittelgeschäft und Karl, die Kirche, die er selbst bloch, die brauchen, dass wir sie dann hier bei unserer Lade verkaufen. Und da war er dann mit Mama an Kalle und hat dann so mehr oder weniger an Düvele. Die Düvele, die haben mich, die Kröppele, nur die verdammte Kröppele, die haben mich die ganze, in der ganze Kirche geklaut und abgejährt. Mit Ohrenzwinkere von Mama kriege ich dann die Levite gelesen. Das sollt ihr doch sehen lassen. Und gefährlich ist es auch. Und wenn uns eine von der Baum erfüllt, aber die Warnung verstumme wir Menkes nicht. Denn ja wird jetzt Schöneres, als wie die Wett, um die Wett, ne, die Böhme rinde klöme, früher bei uns in der Kängertid. Und bei uns war ja wird neben der Kirschebaum eine zweite rote Baum. Und der stieg auf der Schollauf, nämlich in der Kastangelebaum, der genauso düchtig war. Besonders in der Herres lot er uns in, da war, war ein Esskastanie. Ein Esskastangel, muss ich ja sagen. In der Winter und in der Frühjahr klommen wir immer da drinnen und Du musst schon mehr oder weniger von der Schulleitung wurde, dann kriegst du das ungesagt. Und die Lehrer, die kicken ja auch da nur. Und die wohnten ja auch damals noch in Dörp, genau gegenüber von der Schule in den Lehrerwohnungen. Da hau immer eine auch da drauf. In der Pause hingen die immer in Runde über der Schule auf. Und drehen also die Bäume rot, beziehungsweise kriegen wir auch unseren Urweg, wenn wir da raufkommen. Entnahme das war das Klöme in der Kastangel
in jouw gelegenheid zich uit te toben. Maar moesten we oppassen op een van die lyrisch het zich in zicht wordt. Dan klommen voor jou eraf en speelde voetbal. Wenn die ons even je zier houden, ja, wird de nächste dag die entsprechende Rüsch und Verwarnung. Dux met een stond in de Eckstor, oder in Urweg, oder allens fünf auf die Finger. Ich nehme an, dat hat de een oder andere Orlands met gemeint. In der Übergang von Sommer und Herbst, wenn die Kastangele so langsam rieb wurde, loren wir natürlich mit Knöppeln bewaffnet unter der Baum und schmierte mit die Knöppeln die Kastangele herauf. Das war durchs ein Glücksspiel, aber das vernünftigste, Moment, Entschuldigung, das war durchs ein Glücksspiel, ob jetzt Vernünftiges in die Stachelhülle drin war. Die wurde mit Wöt abgedreht, weil mit der Heng kann man sich bastig wie tun, wenn man damit in die Finger stock. Wenn sie dick genug waren, hat man dann den Wreck mit die Schal, die drumherum war. Da kann man sich die Fingernägel nicht abbrechen und so ja um die Fingernägel in das Pflegerecht stecken. Das Ding verdammt wie. Die Typ mit der Kastanglebaum und mit der Kirschebaum, war kühles Karl, will ich in mein Leben nicht mehr missen. Der war ein netter Tiet für uns Gänger in die Jahre nach dem Krieg. Das ist das immer wieder Krieg. Ja.